So, ja, schon wieder Ecke. Hallo. Willkommen bei meiner TT-Bahn. Ich habe keine Brille auf, brauche ich jetzt nicht, weil ich gleich was sehen muss. Sehe auch ohne Brille, was dicht dran ist. Ja, und zwar geht es hier um den VT 137. Da wollten wir aber ein bisschen was umbauen. Und zwar sollte er einen Sound kriegen. Der mit dem Sound ist wohl ein bisschen gescheitert, weil ein normaler ESU-Decoder passt da nicht drin. Da muss man zu viel umbauen, abschneiden und. Jetzt habe ich den Kompromiss genommen. Ich nehme einfach nur einen Lokpilot. Hat sie keinen Sound. Vielleicht später mal, mal sehen. Aber ich hatte halt ja versucht, als ich dann alles wieder zusammengebaut habe, kriege ich da, nee, das kann man nicht machen. Konnte man echt die machen. Man hat ja alles gesehen da drin. Da ist jetzt nur der Lautsprecher, den hatte ich ja unten eingeklebt. Ohne diese Schallkapsel. Das hat ganz gut funktioniert. Der ist auch noch drin, den nehme ich nie raus, weil ich muss jetzt wieder den Motor ablöten und. Wie gesagt, jetzt bauen wir eben Lokpiloten ein. Einer in der Lok vorne, also in der Lok, ja. Und einer kommt dann im Steuerwagen rein. Den habe ich schon mal drin. Und zwar ist das der Direktstecker. ESU Lokpilot 5 Mikro, Bestellnummer 59827. Kann man nicht sehen, nur. Da. Die nehme ich dafür. So, und wie ihr mitgekriegt habt, ist da drin auch die Innenbeleuchtung nicht extra schaltbar. Also die ist schon extra schaltbar. Muss man ein bisschen was machen. Mal sehen, ob wir das jetzt hier irgendwie raufkriegen. Es wackelt. Muss ich aber so einstellen, damit ihr das sehen könnt. Und gucken, ob meine Kamera hier mitspielt. Schwach, schwach, schwach. Das ist hier die Leiterplatte aus dem Triebzug. Muss ich austauschen, weil die schon ein bisschen demoliert ist. Ja, um die Innenbeleuchtung extra schalten zu können, gibt es hier, jetzt hängen die Kabel im Weg, hier ein Lötpad. Sieht man jetzt hier. Da steht eine 7 dran. Ja. Da kommt einer von den beiden Kabeln ran. Könnt ihr euch aussuchen. Lila wäre AUX 2 und der grüne hier AUX 1. Ich brauche beide. Dann habt ihr natürlich den blauen noch hier. Den GND. Eigentlich wird der nicht gebraucht, weil man kann das ja direkt an die Stromversorgung von Achsen anschließen. Jo, wie gesagt, so, da kommt einer von den Beinen, lila oder grün, ran. Ich habe hier lila schon mal zurechtgeschnitten. Und dann ist hier, sieht man das? Ja, jetzt. Hier ist eine Verbindung zwischen dem Loch hier und der Leiterbahn. Die müsst ihr trennen. Habe ich mit dem Cutter besser gemacht, einfach rumgeschnitten und dann geht das. Aber nicht die Leiterbahn durchschneiden, nur die kleine Verbindung. Und wenn ihr wissen wollt, ob ihr die gekappt habt, dann setzt das Ding auf Gleis, wenn die Innenbeleuchtung nicht mehr geht, ist der Kontakt flöten. So, jetzt kommt dann hier der Lilane. Der wird dann da raufgelötet. Mache ich jetzt. Aber ohne euch. So, ich habe das jetzt mal angelötet und dann gucken wir mal, was das sagt. Hier oben sieht er ja Frontbeleuchtung.
die Welt trotzdem mal hoch, wenn er da halt ein Stück da durchtrennt. So, auf Aug 2, ich hab den Lila in die Nummer. Dann mal einschalten. Es brennt. So, jetzt weiter hier. Hier vorne, nee, da. Da habe ich mal, wo ist er? Da, ein Loch gebohrt. Da kommt jetzt eine LED drin. Und zwar, wo ist er? Hier. Ups, Entschuldigung. Irgendwie kann man das hier nie richtig erkennen. Na gut, dann sage ich euch das mal. Das ist die LED 0402. Und zwar, ich habe nur noch Kaltweiß, also machen wir Kaltweiß rein. Warmweiß wäre besser. Machen wir jetzt. So, ich habe das jetzt alles angelötet. Hier sind die Kabel. Zack, da ist dann die LED-SMD drin. Das Loch wieder zugemacht mit so ein bisschen Bastelkit. Der wird nicht hart, den kann man auch immer wieder abmachen. Jo, alles angelötet, wie ihr sagt. Hier muss ein Widerstand zwischen, sonst macht das für die Führerstandsbeleuchtung. Sonst knallt die LED durch. Dach auf. Ja, nur habe ich hier lauter neue Teile bestellt. Hätte ich mir auch gleich mal zwei neue Dächer bestellen können. Naja. Warum passt das hier nicht? Irgendeiner stört da. Dann Triebwagen hat sie passt, dann muss es ja hier oben passen. Ach, falsch rum. Ist auf Achten, dass die der kleine Lichtleiter hier ankommt. Sonst habt ihr da die Licht oben. Diese Achsen. Anderen fallen die raus. Ja, vielleicht auch mal neue Dachbesorgung. Hier ist schon der eine Nippel abgebrochen. Aber, ja. Also ich habe den jetzt 5 oder 6 Jahre. Hab ich mal bei der Börse gekauft für 60 Euro, glaube ich, war das damals. Weil Puffer fehlen. Hier sind sie dran, hier fehlt er. Dann habe ich versucht, diese Federn wieder einzubauen hier. Ich glaube, 5 oder 6 Stück sind mir weggeflogen. Die anderen 4, weil ich 10 bestellt hatte. Die anderen 10 haben sich verbogen. Die anderen 4 haben sich verbogen. Muss ich mal kicken, ob es da irgendwie einen Trick gibt, wie man die schnell und schmerzlos reinkriegt. Da seht ihr, hier fehlen auch schon die Lüfter. Gut, stellen wir mal auf Glas und dann gucken wir mal. So, da steht er. Dann wollen wir mal, schalten wir mal Spitzenlicht. Da seht ihr, wenn er da oben das Dach falsch macht, dann habt ihr da oben das Fernlicht nicht.
Kann man Uni extra schalten. So, Führerstand. Ist noch ziemlich hell, habe ich noch nicht eingestellt. Wird mal Galena. Und Innenbeleuchtung. Das ist jetzt, wenn der Triebwagen schiebt. Dann wird das auch noch nicht programmiert, dass denn halt das die Führerstandsbeleuchtung aussieht. So, wenn sie zieht, hat sie natürlich auch hinten das rote Schlusslicht. Könnte da nur eins oder? Nee. Nee, ich wollte wieder. Ich wusste was, ob nur eins bringt. So, wenn ihr noch mehr davon wissen wollt, wie und was, wie man da einen Sound einbaut und alles. Ich mach mal meine Brille auf, dann kennt er mich wieder. So. Also, wenn ihr da wissen wollt, wie ihr da einen Sound einbaut, weil der ISO passt nicht, ich baue das Uni ein, dann guckt doch mal auf den Kanal vom Gunther. Grüß dich erstmal, Gunther. Der zeigt euch genau, was und wie ihr das da einbauen könnt. Der baut dann auch Glockenankermotor ein. Mach ich nicht. Wozu? Manche mögen das nicht. Und so laut ist die ja nicht. So, ich setze die jetzt mal auf der Anlage und dann lassen wir sie mal fahren. Wenn wir sie mehr sehen sollten und mir nichts mehr einfällt, bis später, euer Peter. Freitag jetzt aufs Wasser. Da sehen wir keine Züge, sondern Dampfer. Mal sehen, vielleicht machen wir ein Video vorhin. Also für mich persönlich mal garantiert eins. Berlin von der See aus oder vom Wasser aus. Berlin und Umland Brandenburg. Also dann, man sieht sich. So, ich habe den jetzt nochmal programmiert. Also beide zusammen hier. Schalt mal Licht ein. Vorwärts. Und nach hinten, ganz schnell. Schlusslicht. Beim Fahrtrichtungswechsel. Rot. Hochrot. Warum das? Weil die Muster weiß sein. Ist er ja auch. Jo. Führerstandsbeleuchtung. Er schiebt jetzt. Also Steuerwagen vorne. Wenn er fährt, das Licht an. Ja, wenn er steht, Licht an. Er fährt los. Mein Programmierer ist wieder, Licht geht aus. Bleibt stehen, Licht an. Fahrtrichtung Wechsel, Licht aus. Spitze des Zuges, Licht an. Abfahren, aus. Anhalten, an. Jo. Okay, bis später.